Strophe auf. Die Tagesordnungspunkte 8a bis 8f sowie Zusatzpunkt 9. Beratung mehrerer Vorlagen zum Thema Arbeit im Wandel. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, wenn nötig, Plätze zu tauschen und dann wieder schnell Plätze einzunehmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Darf ich bitten, die Kollegen, ihre Plätze einzunehmen und wichtige Gespräche jetzt nicht hier, sondern woanders zu führen? Ja, ich gucke ja. Ich gucke ja. Gut. Also, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Susanne Ferschl für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Minister, die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, hervorgerufen durch die Digitalisierung und die Klimakatastrophe. Und durch die Corona-Pandemie sind ganze Branchen in Schwierigkeiten geraten. Die Leidtragenden sind überwiegend die Beschäftigten, die durch Arbeitsplatzverlust und Einkommenseinbußen Zukunftsängste haben für sich und ihre Familien. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass viele Probleme schon lange existieren und durch Corona, wie sagt man immer so schön hier in diesem Haus, wie durch ein Brennglas sichtbar geworden sind. Den Pflegenotstand, den gibt es doch nicht erst seit März. Aber seit Corona arbeiten die Pflegekräfte auch noch unter einem erhöhten Infektionsrisiko, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts beweisen, und nach wie vor mit zu wenig Personal und zu langen Arbeitszeiten. Die Erzieherinnen, Müllmänner und Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die immer schon so wichtig für diese Gesellschaft waren, waren es unter Corona-Bedingungen erst recht. Wer hat denn im Lockdown die Kinder betreut, die den Müll weggebracht, die Anträge von Hartz IV und Kurzarbeit bearbeitet und so weiter? Und denen sagt man nun in der aktuellen Tarifrunde, dass 4,8% Lohn unangemessen sind? Und, oder die Beschäftigten in der Deutschen Post AG. Die Deutsche Post AG hat im ersten Halbjahr 2020 eine Gewinnsteigerung von 48%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 48%. Und die Beschäftigten will man mit einer Lohnerhöhung von 1,5% abspeisen. Unverschämt. Da gäbe es noch etliche Beispiele mehr. Diese Kolleginnen und Kollegen haben den Laden hier am Laufen gehalten und haben sich dem Risiko einer Infektion ausgesetzt. Und hier in dem Haus hat man ihnen stehend applaudiert. Jetzt predigt man Verzicht. Wo ist denn die Initiative, über eine Vermögensabgabe die Superreichen zur Finanzierung der Krise heranzuziehen? Offensichtlich verwechseln einige Dienstleistungsgesellschaft mit Dienstbotengesellschaft. Aber kommen wir zurück zur Transformation, insbesondere in der Automobil- und Zulieferindustrie. Dort greift der Kahlschlag um sich. Conti, Schaeffler, ZF, Mahle, Schuler, Voith, Schlemmer und so weiter und so fort. Diese Unternehmen, ein großer Teil davon, nutzt die Corona schamlos aus, um Arbeitsplätze abzubauen. Der Absatz, der sinkt bereits seit Jahren. Die Automobilindustrie, die leidet nicht an dem Coronavirus, sondern an einer verfehlten Modellpolitik und an einer fehlenden Unternehmensstrategie. Und wo bleibt eigentlich die Strategie der Bundesregierung? Wo ist denn eigentlich das Mobilitätskonzept von Herrn Scheuer? Die Linke sagt, der notwendige ökologische Umbau der Produktion muss mit Arbeitsplatzgarantien und Beschäftigungsgarantien verbunden werden. Angesichts tausender bedrohter Arbeitsplätze braucht es politische Entscheidungen und Weichenstellungen. Und auch wenn Sie das scheuen wie der Teufel das Weihwasser, das heißt ein Mehr an staatlicher Einflussnahme und nicht ein Weniger. Ein nationaler Transformationsrat aus Gewerkschaften, Unternehmen und Umwelt- und Sozialverbänden wäre schon mal ein guter Anfang. Und ja,
ist es richtig, das Kurzarbeitergeld zu verlängern und die Arbeitslosenversicherung mit Steuergeldern zu unterstützen. Aber bitte machen Sie sich doch ehrlich. Sie schieben die Probleme nur bis nach der Zeit der Bundestagswahl auf. Es wird Zeit, Kredite und Erstattungen aus den Sozialversicherungen an Bedingungen zu knüpfen. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Der kleine Taxiunternehmer hier aus Berlin mit 15 Beschäftigten, der nimmt einen Kredit auf, um die Löhne weiter bezahlen zu können. Volkswagen, Daimler und BMW hingegen verfügen insgesamt über Gewinnrücklagen von 180 Milliarden Euro, schicken die Leute in Kurzarbeit und greifen die Sozialversicherungsbeiträge ab. Conti, dort sollen 13.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Und gleichzeitig, fast gleichzeitig, schütten sie eine Dividende von 600.000 Euro aus. Und nicht unerwähnt lassen will ich die 9 Milliarden Euro für Lufthansa. Und dann sagt der Wirtschaftsminister, ja, keinen staatlichen Einfluss geltend machen. Ja, meine Damen und Herren, das versteht doch kein Mensch mehr. Die Frage ist, wohin wandelt sich die Arbeitswelt? Hin zu noch mehr unsicheren Arbeitsplätzen mit noch mehr Flexibilisierung auf dem Rücken der Beschäftigten und noch mehr Deregulierung? Die Arbeitgeberverbände, sie fahren schon wieder die Attacke auf den Sozialstaat mit ganz innovativen Vorschlägen wie Verlängerung der Lebensarbeitszeit, mehr Privatisierung, die ganze alte Leier. Und diese alten Rezepte, die haben doch in die Sackgasse erst geführt und führen weiter da hinein. Das zeigen doch die Erfahrungen aus den letzten Krisen. Wenn es der Bundesregierung nicht gelingt, darauf zu achten, dass die Beschäftigten nicht die großen Krisenverlierer werden, dann nehmen sie billigend in Kauf, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter erodiert. Notwendig sind neben dem Konzept für einen klimaneutralen Umbau mehr Mitbestimmung, Investitionen in Qualifizierung, gute Arbeit und soziale Sicherheit. Das wäre nachhaltig für Mensch und Natur. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne Fersche. Danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion der CDU/CSU, Dr. Matthias Zimmer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir tragen als Partei das C im Namen. Das verpflichtet auch und gerade im Bereich der Arbeit. Zweck der Arbeit, so hat es Johannes Paul II. Einmal formuliert, ist letztlich immer der Mensch selbst. Arbeit hat nicht nur eine objektive Dimension, in der die Welt gestaltet wird. Sie hat vor allen Dingen eine subjektive Dimension, die auf die Wesenserfüllung des Menschen hingeordnet ist. Arbeit ist Ausdruck der Personalität des Menschen. Das verleiht der Arbeit Würde. Deshalb sind die Belange der Arbeit denknotwendig denen des Kapitals übergeordnet. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Kapital. Der Mensch hat Würde, nicht das Kapital. Ich freue mich ja über den Beifall bei den Linken und kann dann nur mit Lukas, mit dem Evangelisten Lukas sagen, dass im Himmel mehr Freude über einen reuigen Sünder ist als über 99 Gerechte. Das gilt auch für uns. Was hat es aber, meine Damen und Herren, auf sich mit der Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit kann sich auf die objektive Dimension der Arbeit beziehen. Dann sagt sie etwas aus über die Art und Weise, wie wir natürliche Ressourcen nutzen. Und das ist in den vergangenen Tagesordnungspunkten diskutiert worden. Nachhaltigkeit muss sich aber auch auf die subjektive Dimension der Arbeit beziehen. Und dann sagt sie etwas darüber aus, welchen Beitrag die Arbeit zur Entfaltung der Person leistet. Alle Arbeit, die nicht auch in den Dienst der Personalität des Menschen gestellt ist, ist entfremdete Arbeit und nicht nachhaltig. Das ist auch der Grund, warum der Satz "sozial sei, was Arbeit schaffe" grundfalsch ist und gefährlich. Meine Damen und Herren, das Soziale ist nach der Soziallehre unmittelbarer Ausfluss des Personalen. Und wenn Arbeit der Personalität des Menschen schadet, kann sie per Definition nicht sozial sein. Was folgt für uns daraus, die wir uns als christlich orientierte Partei verstehen? Zum Ersten, Arbeit ist keine Ware, die anderen Waren vergleichbar ist, die auf dem Markt gehandelt werden. Die Rede vom Arbeitsmarkt nimmt die personale Dimension der Arbeit
nicht in den Blick. Bei der Arbeit geht es nicht nur um die Herstellung von Dingen, sondern um die Entfaltung des Arbeitenden selbst. Deshalb ist es richtig, Formen der entfremdeten, nicht nachhaltigen Arbeit zu eliminieren. Arbeit, die krank macht, Arbeit, die keine Wertschätzung genießt, Arbeit, die gefährlich ist für Leben und Gesundheit, Arbeit, die ausbeuterisch ist, Arbeit ohne gerechten Lohn. Wir erleben Formen der entfremdeten und entfremdenden Arbeit, etwa in der Fleischindustrie, und wollen den Untaten hier ein Ende bereiten. Die Zustände bei Tönnies sind eines zivilisierten Landes unwürdig und eines christlichen allemal. Die christliche Botschaft, das ist mein zweiter Punkt, ist universal, und als christliche Partei steht es uns gut an, diese Universalität ernst zu nehmen. Es nützt nichts, auf einer Insel der Wohlmeinenden und Gerechten in einem Ozean der Niedertracht, der Ausbeutung und der Entwürdigung zu leben. Aus dieser Grundidee heraus beteiligen wir uns in besonderem Maße an der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO. Aus dieser Grunderkenntnis heraus unterstützen wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, zu denen auch menschenwürdige Arbeit gehört. Und, meine Damen und Herren, um es sehr deutlich zu sagen, das gilt auch für die Arbeit in den Wertschöpfungsketten. Die Schande der Produkte durch ausbeuterische Arbeit ist auch unsere Schande. Es gibt kein Recht auf Profit zu Lasten der Menschenrechte. Das ist die Mindestanforderung von nachhaltiger Arbeit in der globalisierten Welt. Kein Gewinn ohne Gewissen. Und, meine Damen und Herren, das Gewissen fängt nicht erst bei Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern an. Meine Damen und Herren, das C in unserem Namen verpflichtet, auch wenn es mancher bisweilen damit nicht so genau nimmt. Es verpflichtet uns auf das Gemeinwohl, und das ist nicht eben wenig. Arbeit ist kein Produktionsfaktor, sondern die tätige Mitwirkung an der Gestaltung des Gemeinwohls. Nur so ist sie nachhaltig, in Deutschland, aber auch weltweit. Und nur so können wir auch in Zukunft den Anspruch erheben, die Umbrüche in der Arbeitswelt im Sinne der Menschen gestalten zu können. Denn der Mensch ist Zweck der Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Matthias Zimmer. Dankeschön. Nächster Redner für die Fraktion der AfD, René Springer. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren jetzt über Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt. Und ich hätte da ein paar Nachhaltigkeitsfragen an die, die schon länger hier sitzen. Wie nachhaltig ist es eigentlich, dass wir uns in Europa einen der größten Niedriglohnsektoren leisten, obwohl wir doch wissen, dass ein geringer Lohn im Alter zu Armut führt? Wir haben heute 10 Millionen Beschäftigte, die Vollzeit arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie am Ende keine Anwartschaft für die Rente oberhalb der Grundsicherung aufbauen können. 45 Jahre lang arbeiten, Vollzeit, Armut im Alter. Ich glaube nicht, dass das Ihr Wählerauftrag war. Aber Armut im Alter heißt auch, dass wir den zukünftigen Generationen enorme Lasten aufbürden. Kommende Generationen, das bringt mich zur Bildungspolitik und zur Familienpolitik. Die Zukunft gehört denen, die neue Technologien verstehen, entwickeln und beherrschen. Was setzt das voraus? Die Schüler müssen fit sein in Naturwissenschaften. Sie müssen Mathe können, Physik, Biologie, Chemie. Wie nachhaltig ist unsere Bildungspolitik eigentlich, wenn unsere deutschen Grundschüler im internationalen Vergleich bei Naturwissenschaften inzwischen weit abgeschlagen hinter Kasachstan liegen?
Und wie nachhaltig ist eine Politik, die offensichtlich nachweist, dass wir dem technologischen Wandel der Zukunft nicht mehr gewachsen sind, weil unsere Schüler das nicht hinbekommen werden, wenn wir so weitermachen? Da ist es im Übrigen auch kein Trost, dass wir in diesem internationalen Vergleichstest knapp besser sind als Serbien. Das werden wir nicht akzeptieren. Kommen wir zur Bildungspolitik. Deutschland gibt im Jahr mehr als 200 Milliarden Euro aus für 150 familienpolitische Leistungen, die sich irgendwo in einem Dickicht verlieren. 150 Leistungen, die die Bundesregierung selbst nicht aufzählen kann. Das Ergebnis dieser Leistungen sind: 68% der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet. Jedes Kind, das heute in eine Familie hineingeboren wird, steigert das Armutsrisiko. Wir haben unzählige Kinder am Hartz-IV-Bezug. Kinder sind zu einem Luxus geworden, und wir stolpern unter ihrer Verantwortung geradezu in eine demografische Katastrophe. Morgen werden uns die Fachkräfte fehlen. Morgen werden uns die fehlen, die in die Rente einzahlen. Und dafür gibt es ja ein neues Zauberwort. Das heißt dann Fachkräfteeinwanderung. Aber ich frage mich, wie nachhaltig ist eigentlich eine Fachkräfteeinwanderung, bei der auf 100 Ausländer, die in einen vernünftigen Job kommen, 50 Ausländer ins Hartz-IV-System einwandern? Wie nachhaltig ist eine solche Einwanderungspolitik? Wie nachhaltig ist eine Einwanderungspolitik, wo am Ende 40% aller Hartz-IV-Bezieher Ausländer sind? Wer soll das bitte auf Dauer finanzieren? Und dann haben wir jetzt, bedingt durch Ihre Corona-Maßnahmen, einen enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Corona-bedingt 637.000 Arbeitslose, weitere werden folgen, das wissen Sie alle. Wir haben sogar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Mangelberufen, selbst im Mangelberuf Nummer 1 Altenpflege. Kommt da jemand auf die Idee, mal das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auszusetzen oder die Westbalkanregelung auslaufen zu lassen, dass in der Zeit, wo bei uns Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen, nicht weitere Fachkräfte im Ausland angeworben werden? Nein, auf die Idee kommt keiner. Sie schauen in eine Zukunft, und wir leider mit Ihnen, in eine Zukunft, wo ausländische Fachkräfte in der Zeit steigender Arbeitslosigkeit in einem Arbeitsmarkt konkurrieren, obwohl sie bereit sind, 1.000 bis 1.500 Euro im Monat weniger zu akzeptieren als Lohn. Das ist nämlich die Lohnlücke, die wir inzwischen haben zwischen Deutschen und Ausländern. Im Monat 1.000 bis 1.500 Euro. Ich komme zum Abschluss. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet das Verbot, in der Gegenwart irreversible Veränderungen vorzunehmen, die von den zukünftigen Generationen nicht gewollt werden könnten. In den vergangenen 30 Jahren haben Sie gezeigt, dass Sie dazu nicht in der Lage sind. Und im Grunde hat es der Fraktionsvorsitzende. Kollege, Sie sind deutlich drüber. Würden Sie bitte zum Ende kommen? Ich komme zum Ende. Gestern hat es der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus auch deutlich gesagt, es soll jetzt einen Nachhaltigkeitscheck bei Gesetzen geben, die darauf achten sollen, was das für zukünftige Generationen bedeutet. Was haben Sie eigentlich vorher getan? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Danke, Herr Springer. Viel zu lang. Nächster Redner für die Bundesregierung, Hubertus Heil. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in dieser Woche so intensiv über Nachhaltigkeit sprechen, dann reden wir eben nicht über ein abstraktes politisches Konzept, sondern sehr konkret über die Zukunft unseres Landes und die Zukunft unserer Kinder. Wir reden davon, wie Deutschland digitaler, ökologischer und sozialer werden kann. Und das ist die Verpflichtung unserer Generation, das genau jetzt zu tun. Erhard Eppler, der große Vordenker der Nachhaltigkeit, sprach in den 70er Jahren sehr leidenschaftlich von Zukunftstauglichkeit. Das war damals visionär. Heute ist es schlicht und ergreifend eine politische Notwendigkeit. Und ich will das an drei Beispielen im Bereich der Arbeit deutlich machen. Die größte Aufgabe, vor der wir im Moment in dieser aktuellen Wirtschaftskrise stehen und in der sozialen, digitalen und ökologischen Transformation, ist es, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, auch die Arbeit von morgen zu machen. In der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in vielen anderen Bereichen.
Und ein Schlüssel der Bundesregierung ist ganz konkret die nationale Weiterbildungsstrategie mit konkret unterlegten Instrumenten, Herr Kollege Ernst, aus der Debatte von vorhin. Es ist so, dass wir mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz beispielsweise kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, in Weiterbildung zu investieren, damit wir Arbeitslosigkeit in dieser Transformation verhindern, bevor sie entsteht. Es ist so, dass wir beim Kohleausstieg dafür gesorgt haben, dass wir in den Regionen Strukturbruch nicht zulassen, sondern dass wir Perspektive geben mit industriepolitischen Ansätzen, mit strukturpolitischen Ansätzen und eben auch mit einer Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik, die mithilft, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Das ist das, was wir tun. Wenn wir über die Arbeit von morgen reden, müssen wir aber auch über die Frage reden, was das für Arbeit ist. Und wer versucht in diesen Zeiten, in der bisherigen Arbeitswelt oder der modernen Arbeitswelt Digitalisierung und Arbeit mit Ausbeutung zu verwechseln, der hat diese Bundesregierung zum Gegner, meine Damen und Herren. Und ich sage das mit Blick auf das, was der Kollege Zimmer vorhin angesprochen hat, auch die Verhältnisse in der Fleischindustrie. Dieses Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig, weil die Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa schon vor Corona eine Schande ist. Jetzt ist es ein allgemeines Pandemierisiko geworden. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir das Arbeitsschutzkontrollgesetz in diesem Hause ohne Verwässerung von Lobbyisten auch durchziehen, meine Damen und Herren. Wenn wir über soziale Nachhaltigkeit reden, meine Damen und Herren, dann hat das allerdings nicht nur eine Bedeutung für die Arbeit in Deutschland und Europa, sondern es hat auch eine globale Dimension. Und angesichts der Rede meines Vorgängers kann ich mir das nicht ersparen. Herr Kollege, es ist ja kein Zufall, dass die Anti-Corona-Ideologen auf dieser Welt auch Anti-Nachhaltigkeits-Ideologen sind. Ich rede von Politikern wie Herrn Bolsonaro, dem Präsidenten von Brasilien. Unter seiner Regierung wird die Pandemie verharmlost. Unter seiner Regierung wird der Amazonas weiter zur Brandrodung und Ausbeutung freigegeben. Es werden Gewerkschaften systematisch unterdrückt. Ein großartiges Land wie Brasilien wird um seine Zukunftstauglichkeit beraubt. Meine Damen und Herren, anstatt Schaden von den Menschen abzuwenden, führen solche Politiker und solche politischen Freunde, wie Sie die da haben, dieses Land, Brasilien, in eine tiefe Krise. Sie spalten die Gesellschaft, sie schüren soziale Unruhen, sie setzen die Zukunft folgender Generationen aufs Spiel. Sie vergiften die Umwelt genauso wie das gesellschaftliche Klima. Sie lassen die Wälder genauso brennen wie die Straßen. Diese Politik, meine Damen und Herren, des Rechtsradikalismus ist das Gegenteil von Zukunftsfähigkeit. Und unsere Verantwortung als Handelsnation, als Europäer und als Deutsche, ist es dafür zu sorgen, dass wir in diesen Bereichen auch unserer Verantwortung gerecht werden, ob das in Handelsabkommen ist oder ob das auch in der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht deutscher Unternehmen betrifft. Ich bin sehr froh, Herr Kollege Zimmer, dass zumindest wir beiden, und ich würde Gerd Müller noch dazu ziehen, der Meinung sind, dass wir endlich in Deutschland ein Lieferkettengesetz brauchen, was dazu führt, dass Unternehmen sich auch verbindlich um ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in globalen Lieferbeziehungen zu kümmern haben. Ich sage aber auch, das darf keine Tünche sein, das darf kein Placebo sein. Und deshalb gehört zu einem Sorgfaltspflichtenkatalog für große Unternehmen ab 500 Beschäftigten, nicht ab 5.000, da sind wir beide uns einig, dass es eine verbindliche Haftung für das Erfüllen von Sorgfaltspflichten gibt und es eine zivilrechtliche Haftung gibt. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft, habe ich mal gelernt. Es sollen nicht mehr Bäume ausgeschlagen werden als nachwachsen. Es ist inzwischen ein politisches Konzept geworden, ein guter Kompass für eine bessere, für eine digitalere, für eine ökologische und eine soziale Zukunft. Die Wahrheit ist nur nicht abstrakt. Und so sehr ich die Rede des Kollegen Zimmer genossen habe, die sehr grundsätzlich war und bei der ich jeden Satz unterschreiben könnte, die Wahrheit ist konkret. Und dieser Deutsche Bundestag, meine Damen und Herren, kann in den nächsten Wochen in konkreter Gesetzgebung mithelfen, dass aus diesem politischen Konzept auch politische Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Hubertus Heil. Danke Ihnen.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Jens Beek. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 25. September in wenigen Tagen jährt sich dann zum fünften Mal die Verabschiedung der UN-Nachhaltigkeitsziele, die sich auch befasst mit dem Thema, dem wir uns in diesem Tagesordnungspunkt widmen, nämlich guter sozialer Arbeit. Ein Ziel, das sich 192 Staaten mit uns für das Jahr 2030 gesetzt haben, 17 Ziele insgesamt. Und wir alle sind uns der Tatsache bewusst, dass die Besonderheiten in diesem Jahr mit der Corona-Krise und anderen mehr weltweit die Erfüllung dieser Ziele deutlich erschwert haben. Trotzdem hat uns die Krise vieles gelehrt. Und wir haben die Chance, aus diesen Lehren gestärkt hervorzugehen, indem wir darauf reagieren und auch in unserem Arbeitsmarkt die Dinge besser machen, die noch besser zu machen sind. Das muss nur am Ende funktionieren. Die Corona-Pandemie hat ganz viele gebeutelt. Künstler, Familien, Kinder, Minijobber, ältere Menschen, die Gastronomie, in den Krankenhäusern hatten wir Herausforderungen. Auch unsere Global Player und Hidden Champions stehen vor Herausforderungen, die wir im letzten Jahr noch nicht absehen konnten. Deswegen mussten wir auch in der Arbeitswelt neue Wege finden, auch dieser Pandemie zu begegnen. Innerhalb kürzester Zeit sind Millionen von Menschen in Homeoffice-Arbeit geschickt worden, analoge Arbeitsabläufe sind durch diverse digitale Kommunikationstools ersetzt worden. Wir haben die vorher nicht hinreichend angegangene digitale Transformation unserer Arbeitswelt im Schnelldurchlauf erlebt. Und wir reagieren, und Herr Minister Heil, Sie haben auf Ihre künftigen Gesetzesvorhaben hingewiesen, Arbeitsschutzkontrollgesetz, Lieferkettengesetz, immer noch mit mehr Bürokratie auf die Herausforderungen, die wir gemeinsam erkennen. Und ich glaube zutiefst, dass das auch der falsche Weg sein kann, wenn man es nicht richtig macht. Wir haben in der letzten Woche das Arbeitsschutzkontrollgesetz hier diskutiert. Wir teilen die Ziele. Wir warten darauf, wie Sie nacharbeiten, um zu verhindern, dass nicht das genaue Gegenteil erreicht wird. Und auch beim Lieferkettengesetz werden wir darauf achten müssen. Und wir teilen diese Ziele. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gemeinschaftlich uns guter Arbeit auch durch uns, durch die Ministerien und hier im Haus verpflichten, damit die Ziele mit unseren Initiativen auch erreicht werden können. Und als konstruktive Service-Opposition will ich Ihnen deswegen mit unserem Antrag, den wir vorgelegt haben, zum inklusiven Arbeitsmarkt, bei dem aus dem Hause Heil meines sehr geschätzten niedersächsischen Kollegen in dieser Wahlperiode außer den Reparaturgesetzen zum Bundesteilhabegesetz leider nichts gekommen ist, 9 ganz konkrete Punkte genannt, wo wir ebenfalls alle das Ziel eines offenen, inklusiven Arbeitsmarkts teilen, wo es zum Teil Regelungen schon gibt, die aber in der Praxis nicht funktionieren. Ich will als ein Beispiel nennen die Frage der Anfrage bei den Integrationsämtern danach, man hat einen Arbeitsplatz, einen passenden Menschen, und dann dauert es, das wissen Sie selbst, manchmal 6, manchmal 8, manchmal 14 Wochen, bis man einen Bescheid hat. Solange kann das Unternehmen seinen Arbeitsplatz nicht unbesetzt lassen. Und deswegen ist er dann oft weg. Wir schlagen Ihnen vor, eine Genehmigungsfiktion innerhalb von 4 Wochen einzubauen. 4 Wochen reichen aus, um abzusehen, ob es keine Genehmigung geben kann. Wenn die Genehmigungsfiktion da ist, kann der Arbeitsplatz besetzt werden. Das ist gut für das Unternehmen, das ist gut für den Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung, der diesen Arbeitsplatz bekommt. Und die weiteren Verfahrensfragen, was konkret in welcher Höhe dann gefördert werden kann, lassen sich danach regeln. Nehmen Sie das Angebot an, sorgen Sie für diese Genehmigungsfiktion, verbessern Sie an der Stelle den Arbeitsmarkt. Und ich will ein weiteres Beispiel ausdrücklich nennen. Das Budget für Arbeit ist ein großartiges Instrument in der Konstruktion, wie wir sie uns ausgedacht haben. Es ist bei allem, was wir wissen über die Frage, wie viele Budgets für Arbeit in Kraft sind, derzeit noch nicht mit der Durchschlagskraft versehen, die wir uns alle wünschen. Aber besonders unangenehm im Rahmen der Krise ist aufgefallen, viele Arbeitgeber wollten Arbeitslosenversicherungspflicht, auch für die Menschen, die das Budget in Arbeit in Anspruch nehmen. Und sie haben freiwillig Versicherungsbeiträge gezahlt, einfach weil sie in ihrem Betrieb, bester inklusiver Gedanke, keinen Unterschied machen wollten zwischen denen, die mit Budget für Arbeit arbeiten und denen ohne. Und dann hat man, nachdem man eingezahlt hat, gedacht, jetzt besteht in der Krise auch Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Reaktion der Bundesagentur für Arbeit war, man überweist kommentarlos die eingezahlten Beiträge zurück und die Anträge auf Kurzarbeitergeld und andere Sicherungsmechanismen aus dem Versicherungssystem sind nicht gewährt worden. Auch hier machen Sie eine Option
dafür, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber das freiwillig tun können, in das Sozialversicherungssystem hier mit reinkommen. Nehmen Sie die anderen 7 Punkte auch noch. Dann haben wir heute ganz konkret eine Verbesserung im inklusiven Arbeitsmarkt erreicht und die Woche hatte einen Sinn. Wir fordern Sie auf, nutzen Sie unsere Hilfe. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Jens Dick. Danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Beate Müller-Gemmecke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie müssen bewältigt werden, aber nachhaltig, denn wir sind auch mitten in der Klimakrise und die ist existenziell und die ist mittlerweile auch spürbar. Wir haben beispielsweise das 3. Dürrejahr in Folge. Es geht also um unsere Lebensgrundlagen. Und um die, schützen wir nur, wenn wir auch tatsächlich die Klimaziele erreichen. Und deshalb muss unsere Wirtschaft wirklich nachhaltig werden, klimaneutral werden. Und das führt zwangsläufig auch zu einem Wandel der Arbeit. Und am Beginn dieser Transformation steht im Moment die Automobilindustrie und ihre Zulieferfirmen. Betroffen davon sind rund 800.000 Beschäftigten. Und dabei geht es in der Regel um gute Arbeit mit tariflichem Lohn und betrieblicher Mitbestimmung. Und dem müssen wir gerecht werden. Die Transformation muss also immer ökologisch und sozial ausgestaltet sein. Und deshalb verbinden wir Grünen Klimapolitik immer auch mit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit. Und deshalb fordern wir heute mit unserem Antrag ein neues Qualifizierungskurzarbeitergeld. Die Automobilbranche braucht Unterstützung in der Übergangsphase zu nachhaltigen Produkten, also im Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität. Und die Beschäftigten brauchen hingegen gute Qualifizierungsangebote für die Arbeitswelt von morgen. Und deshalb wollen wir Kurzarbeit ganz konsequent mit Qualifizierung der Beschäftigten verbinden und eng an die Sozialpartnerschaft binden, und zwar mit Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Wir verbinden also Arbeitsmarkt und Industriepolitik und schaffen damit für die Beschäftigten im Strukturwandel neue Perspektiven. Und es zeigt, Ökologie und Soziales sind keine Gegensätze, im Gegenteil. Nur so entstehen gute und vor allem auch zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die sozial-ökologische Transformation braucht also Investitionen. Sie braucht verlässliche, gute politische Rahmenbedingungen. Notwendig ist aber auch Vertrauen. Und Vertrauen entsteht bei den Beschäftigten durch Mitbestimmung. Und deshalb fordern wir ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Personalentwicklung und insbesondere zur Verbesserung der Klimabilanz in den Unternehmen. Wir wollen die Beschäftigten zu Akteuren machen. Sie sollen den Klimaschutz aktiv mitgestalten können. So entstehen dann Innovation und vor allem auch Akzeptanz. Wir Grünen sind überzeugt, den Unternehmen wird nur gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften die Transformation ökologisch und auch sozial gelingen. Und genau das wollen wir politisch mit unserem Antrag unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Beate Müller-Gemmecke. Danke Ihnen. Nächste Rednerin steht schon da, Dr. Silke Launert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Sitzungswoche steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ein wichtiges, ja, sehr interessantes Thema, ein wichtiger Schwerpunkt. Ich muss aber zugeben, als man mich als Rednerin für die heutige Debatte gefragt hat mit dem Argument Familien- und Gleichstellungspolitik,
Ja, habe ich mir doch zunächst ein bisschen schwer getan, eine Verknüpfung zu der heutigen Debatte herzustellen. Zum Schluss Arbeit im Wandel, die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Bereiche Arbeit und Soziales und die Gleichstellungspolitik. Ich habe mich zunächst gefragt, wo ist denn da genau der Zusammenhang? Die meisten von uns denken natürlich beim Begriff Nachhaltigkeit zunächst an Umweltpolitik, Bewahrung der Schöpfung, Erhaltung von Ressourcen. Keine Ressourcen verschwenden, Energien, die man investiert, die in den Kreislauf hineingegeben wurden, nicht verlieren. Ja, ich habe ihn doch gefunden, den Anknüpfungspunkt. Denn auch unsere Gesellschaft verschwendet in hohem Maße eine ganz wichtige und wertvolle Ressource, die gut qualifizierten Frauen. Unser Land verfügt über so viele talentierte, gut ausgebildete, in den verschiedensten Bereichen motivierte Frauen. Frauen machen oft das bessere Abitur, zumindest gleich gut, sind gut ausgebildet in den verschiedenen Ausbildungszweigen, oft sehr gut, sogar besser oft im Studium. Und wo bleiben sie denn dann, all die Frauen? Wo sind sie? Zumindest nicht in den Chefetagen. Und da rede ich nicht nur von der Privatwirtschaft, sondern auch vom öffentlichen Sektor. Und leider auch nicht in der großen Anzahl in der Politik. Die Frage ist also, wo und wann verlieren wir diese Frauen? Klar ist, eine Frau, die 10, 15 Jahre aus dem Beruf ausgeschieden ist, weil sie Kinder bekommen hat und sich um diese kümmern wollte, wird sich schwer tun, wieder genau auf diese Arbeitsstelle zurückzukommen, wenn sie überhaupt in den Beruf wieder kann. Sie wird sich schwer tun, sich schnell weiterzuentwickeln, wird Karrierechancen verpasst haben. Ja, und es sind halt immer noch meistens die Frauen, die im Interesse des Familienlebens zurückstecken. Und ja, auch wenn es einige bestreiten, es gibt die gläserne Decke. Und ich habe sie auch hier schon in dem Haus des einen oder anderen beobachten können. Wenn wir als Gesellschaft unsere Frauen nicht verlieren wollen, dann müssen wir an mehreren Punkten ansetzen. Das eine ist, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Da sind zaghafte Versuche gemacht worden, Führungspositionengesetz, Transparenzgesetz. Ich würde mir auch wünschen, alles geht freiwillig, aber dann muss die Wirtschaft auch endlich mal liefern. Wir brauchen nicht 70% sagen, wir sind nicht in der Lage, Frauen zu finden in den Spitzenpositionen. Wir brauchen eine Quote null und solche Beispiele. Aber auch die Politik, auch die Parteien, die meinen, alles geht freiwillig, müssen dann liefern. Damit auch die eigene. Von der FDP und der AfD will ich gar nicht reden. Zugleich müssen wir bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ansetzen. Auch wenn es den einen oder anderen nervt. Es ist essentiell das Thema und es geht nicht von heute auf morgen, aber man muss immer dran arbeiten. Der Rechtsanspruch auf den Kita-Platz bei von der Leyen war damals nicht von allen gern gesehen, aber er war wichtig und er hat eine Bewegung in Gang gesetzt. Das gute Kita-Gesetz, 5,5 Milliarden für die Besserung der Qualität, ist wichtig, auch wenn es nicht von heute auf morgen mit Fachkräften zu lösen ist. Jetzt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der kommen wird. Ich habe wirklich Verständnis für die Gemeinden, ganz, ganz schwer. Aber auch die Gemeinden müssen erkennen, das ist Infrastruktur. Ich muss nicht nur eine Wasserversorgung, eine Gemeindestraße bauen, ich muss auch die Infrastruktur für die Kinderbetreuung schaffen. Sonst schaffen wir es nicht, die Ressource gut ausgebildete Frauen gut auch für uns alle und auch für sich selbst zu nutzen. Weitere Themen, Homeoffice, Aufstiegschancen und Teilzeit, viele dieser Aspekte. Alles ist wichtig für die Frauen, wobei wir aber, und das ist mir auch wichtig, wir haben nichts davon und es ist nicht nachhaltig, wenn wir die Frauen einseitig in einen von morgens bis abends arbeiten drängen, wenn wir sie kaputt arbeiten, das ist nicht nachhaltig. Wir gehen von der Frau aus, die frei und selbstbestimmt ist. Wir wollen Frauen, die selbst entscheiden, die wissen, wo sind meine Potenziale, die ich nutzen kann, welche Prioritäten sie im Leben setzt. Denn auch Care-Arbeit ist Arbeit, ist Ressource, auch da wird viel weitergegeben. Ich nenne nur ein Beispiel, Kochrezepte. Es ist eine Generation von vielen Frauen, die nicht mehr kochen kann. Oft waren die Großmütter noch vor Ort, Kindererziehung. Ich kenne viele junge Frauen, die wissen nicht, was sie machen sollen, wenn das erste Problem mit dem Kind auftaucht. Auch dieses Wissen muss vermittelt und weitergegeben werden. Auch das ist Nachhaltigkeit und dafür muss sich keiner schämen. Auch das ist erlaubt. Ja, genau.
Die Männer können teilweise ja manchmal schon besser kochen jetzt wie viele Frauen, leider. Also auch das ist schade, aber ich erlebe das immer wieder, dass man braucht man sich nicht wundern, wenn viele Frau, richtig. Lassen Sie mich noch zwei Sätze. Ja, spannend haben. Mit den Kochrezepten, aber ich muss trotzdem zum Schluss kommen. Ja, da habe ich ja. Ich gebe es zu. Also wir wollen die Frauen, die engagiert sind, die gestalten, dass sie ihre Potenziale nutzen. Denn eins ist klar, Nachhaltigkeit ist viel mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Vielen Dank, Dr. Silke Launert. Dankeschön. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Martin Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für 133 Milliarden könnte man jedem Rentner 6.300 Euro geben oder man könnte die Einkommensteuer für ein Jahr halbieren. 133 Milliarden haben Sie diesen Sommer tatsächlich ausgegeben, allerdings für andere EU-Staaten. Die deutschen Rentner würden mit dem Geld in deutschen Läden deutsche Produkte kaufen und damit unsere Wirtschaft stärken. Die Griechen, Spanier und Italiener, denen Sie das Geld geben, die reduzieren ihre Steuern und kaufen griechische, spanische und italienische Produkte. Die Deutschen haben davon keinen Nutzen, sie haben nur Kosten. Der durchschnittliche Deutsche hat mit den niedrigsten Vermögen, den niedrigsten Renten und das niedrigste Wohneigentum in ganz Europa. Dafür arbeiten die Deutschen überdurchschnittlich lange, zahlen weltweit am meisten Steuern und zusätzlich werden jährlich hunderte Milliarden unseres Wohlstands anderen Staaten geschenkt. Herr Sichert, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder eine Bemerkung von Frau Hendricks? Frau Hendricks, bitte. Sehe ich das richtig, Herr Abgeordneter Sichert, dass Sie nicht damit einverstanden sind, wenn zum Beispiel deutsche Rentner den Winter in Spanien verbringen und dort ihr Geld ausgeben? Doch, ich bin vollkommen der Meinung, dass der deutsche Rentner sein Geld dort ausgeben können soll, wo er es möchte, und dass wir eine Freizügigkeit brauchen. Aber ich bin der Auffassung, dass der deutsche Rentner das nicht mehr kann, weil die Renten in diesem Land mickrig sind, weil viele Rentner unterhalb der Armutsgrenze sind, weil vielen Rentner, wenn sie versuchen, ihre Rente aufzustocken, das gar nicht können, weil sie dann gegebenenfalls den Bauernhof, der seit vielen Generationen in Familienbesitz ist, aufgeben müssten. Wir haben viele Rentner in diesem Land, die dringend eine höhere Rente bräuchten, und dafür soll das Geld ausgegeben werden. Und das Geld soll nicht direkt nach Spanien transferiert werden, damit dort in Spanien die Rente der Spanier finanziert wird. Ihre Politik macht die Deutschen zu Lohnsklaven Europas und der Welt. Ein nachhaltiger Sozialstaat ist nicht möglich, solange die deutschen Arbeitnehmer ausgebeutet werden. 1800 Menschen standen letzte Woche hier in Berlin Schlange für eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 550 Euro. Die Zahl der Obdachlosen ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. Deutsche Politiker müssen nicht auf eine griechische Insel fahren, um Fotos mit angeblich Bedürftigen zu machen, denn die wirklich Armen, die wirklich Bedürftigen, die leben millionenfach mitten unter uns. Von der FDP bis zu den Linken haben Sie Platz für theatralisch heulende Migranten in weit entfernten Ländern, aber das Elend unserer Mitbürger ist Ihnen egal. Solange Sie hier im Bundestag, ohne mit der Wimper zu zucken, die Deutschen mal eben um 133 Milliarden enteignen, ist jede Diskussion über nachhaltige Sozialpolitik Heuchelei. Griechische Politiker vertreten Interessen der Griechen, amerikanische Politiker Interessen der Amerikaner und chinesische Politiker Interessen der Chinesen. Was überall auf der Welt selbstverständlich ist, das muss auch in Deutschland gelten. Als deutsche Politiker sind wir den Deutschen verpflichtet, und wir müssen erst die Probleme unserer armen Mitbürger lösen, bevor wir uns um die Probleme irgendwo in der Welt kümmern können. Deswegen haben wir als AfD beantragt, dass künftig bei jedem Geldtransfer aus Deutschland dargestellt werden muss, welche Erhöhung der Sozialleistungen, welche Steuersenkungen und welcher Ausbau der Infrastruktur uns in unserem Land mit diesem Geldabfluss entgeht.
Wir als AfD sind die Partei der sozialen Nachhaltigkeit. Was deutsche Steuerzahler hart erarbeiten, das muss eingesetzt werden, um Wohlstand in Deutschland zu mehren. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Nächster Redner, Michael Gerdes für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte versuchen, das Niveau wieder ein bisschen anzuheben. Nachhaltigkeit ist einer dieser Begriffe, die wir als Politiker gerne zitieren, weil sie modern und zukunftsweisend klingen. Und wer sich nachhaltig verhält, tut augenscheinlich Gutes. Ohne eine genaue Vorstellung aber, was damit gemeint ist, kommt man nicht weit. Jedes Ressort muss Nachhaltigkeit für sich definieren und mit Inhalten füllen. Der Versuch, die Gesellschaft zu spalten, wie gerade wieder von der rechten Seite des Hauses, ist jedenfalls nicht nachhaltig. Für mich als Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker geht es darum, langfristig für soziale Sicherheit zu sorgen und Arbeitsplätze zu schützen. Ein soziales System, das sich auch in Krisenzeiten als robust erweist und ein Instrument wie das Kurzarbeitergeld kennt, das ist für mich soziale Nachhaltigkeit. Ein Sozialstaat, der benachteiligten Menschen nicht einfach ihrem Schicksal überlässt, sondern sie qualifiziert, ihre Erwerbsfähigkeit steigert, indem er verschiedene Bildungswege stärkt, das nenne ich soziale Nachhaltigkeit. Ein Arbeitsplatz, der nicht nur heute die Lohntüte füllt, sondern auch in naher Zukunft Geld bringt, das ist nachhaltig. Ein Job, der mir und meiner Familie ein auskömmliches Leben ermöglicht, von dem ich mir mehr als das Nötigste leisten kann, der es mir auch erlaubt, etwas zu sparen, das ist nachhaltig. Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die meine Gesundheit nicht über Gebühr belasten, ganz gleich, ob psychisch oder physisch, so definiere ich Nachhaltigkeit. Eine Arbeitsmarktpolitik, die Branchen im Strukturwandel unterstützt, indem sie Angebote für Fort- und Weiterbildung macht, das ist nachhaltig. Wirtschaft und Arbeitsmarkt müssen so funktionieren, dass sie nicht nur kurzfristig Wohlstand bringen, sondern lange Zeit. Ganz konkret gehört für uns als SPD-Fraktion auch ein Lieferkettengesetz zur Nachhaltigkeit dazu. An vielen Stellen geht es Firmen nur darum, Gewinnmaximierung zu bekommen. Wir fordern von Unternehmen mehr Verantwortung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und das überall auf der Welt. Es darf uns nicht egal sein, wenn diejenigen, die unsere T-Shirts oder Hosen nähen, schlecht bezahlt oder gesundheitlich ausgebeutet werden. Nachhaltiges Handeln bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, Missstände zu beheben und nicht wegzuschauen. Es ist bedauerlich, dass im Kabinett bisher keine Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz verabschiedet wurden. Es hätte dieser parlamentarischen Woche der Nachhaltigkeit gut zu Gesicht bestanden. Die SPD ist jedenfalls bereit. Ich bin Herrn Hubertus Heil sehr dankbar, denn er hat ausdrücklich und eindrücklich geschildert, was wir im Fachbereich Arbeit und Soziales in dieser Legislaturperiode bereits getan haben, um unseren Sozialstaat zu stärken. Ich nenne beispielhaft das Qualifizierungschancengesetz, das Arbeit-von-Morgen-Gesetz, den sozialen Arbeitsmarkt, die Stabilisierung des Rentenniveaus und die Einführung der Grundrente, mit der wir die Lebensleistung vieler Menschen besser anerkennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sich Arbeitsorte, Arbeitsinhalte und Arbeitsformen wandeln, so bleibt es immer dabei, dass wir Arbeit als zentrales Mittel für Teilhabe betrachten. Unsere Politik ist nachhaltig, wenn wir als Gesellschaft solidarisch sind mit denen, deren Arbeit in Gefahr ist oder denen wir helfen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr oder nur wenig arbeiten können. Wir sind nachhaltig, wenn wir vorausschauend denken, den Kuchen gerecht verteilen und möglichst allen Teilhabechancen eröffnen. Das ist es, was einen guten und starken Sozialstaat ausmacht. Dafür kämpfen wir, dafür kämpft die SPD Tag für Tag. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank, Michael Gerdes. Dankeschön Ihnen. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Nicole Bauer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich möchte den Blick auf die Nachhaltigkeitsdebatte noch ein bisschen erweitern und auch auf eine moderne Arbeitswelt lenken. Das typische Vorstandsmitglied eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland ist männlich, über 50 Jahre alt und heißt Thomas. Mit Diversity hat das wirklich wenig zu tun. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, über die Vereinbarkeit von Familie und Führungsposition hat sich Thomas wohl kaum Gedanken gemacht. Hätte er aber vielleicht gerne, und genau deshalb diskutieren wir heute über einen Wandel. Denn wir haben dringend Handlungsbedarf, und das hat uns in den letzten Wochen auch die Initiative Stay on Board gezeigt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Initiative und das Engagement. Nehmen wir an, dass Thomas eben neben Thomas es auch noch Karin gibt, die gut ausgebildet ist, knapp 40 Jahre alt ist, Vorständin ist und ein Kind erwartet. Für beide Vorstände ist es aktuell nicht möglich, dass sie sich eine Auszeit nehmen. Nicht für die Geburt des eigenen Kindes, nicht für die Pflege von Angehörigen und auch nicht für die eigene schwere Erkrankheit. Thomas und Karin haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder volle Haftung bei Abwesenheit oder die Niederlegung, ja, die Verzicht auf das Mandat. Das ist alles andere als zeitgemäß, und deshalb fordern wir das zu ändern, meine Damen und Herren. Wir wundern uns ernsthaft über eine Monokultur in Unternehmensspitzen. Wir wundern uns über zu wenig Familienfreundlichkeit in den Unternehmen, zu wenig Frauen in Führungspositionen, insbesondere junge. Aber das ist doch kein Wunder. Führungskräfte, egal ob Mann oder Frau, haben Familie, Kinder, pflegebedürftige Eltern und sie können auch erkranken. All das gehört zur Lebenswelt von Thomas und Karin mit dazu. Das können wir nicht ausblenden, nicht wegwischen. Hier müssen wir handeln und eine Lösung aufzeigen. Eine Auszeit für Vorstände bis zu 6 Monaten in begründeten Fällen muss möglich sein. Die Berücksichtigung der vielfältigen Interessen, Unternehmen, Gläubigen, Aktionären, Mitarbeitern, der Gesellschaft, selbstverständlich, das berücksichtigen wir. Und ich bin mir sicher, es geht. Und alle werden von diesen Vorteilen am Ende profitieren. Auf der einen Seite können Menschen nämlich endlich Verantwortung im Beruf übernehmen und für Privates. Verständnis und Vorbild, das wird dabei gestärkt. Vorstandsmitglieder kommen also somit einer Schlüsselrolle zu. Sie haben eine Strahlkraft für das gesamte Unternehmen hinein und für die Stakeholder. Sie leben eine moderne Unternehmens- und Führungskultur vor. Also wenn wir wirklich etwas verändern wollen, meine Damen und Herren, müssen wir hier ansetzen. Denken wir innovativ, denken wir neu. Für einen Wandel zu mehr Familienfreundlichkeit, Flexibilität und Vielfalt. Fangen wir hier und heute damit an. Ziehen wir für andere Unternehmensformen nach. Es ist höchste Zeit für eine moderne Gesetzgebung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Nicole Bauer. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Margarete Pause. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Schimmelpilzbefall, Ungeziefer, Einsturzgefahr, katastrophale Sanitäreinrichtungen, Brandschutzmängeln. Hier werden nicht etwa Zustände in irgendeinem weit entfernten Land beschrieben. So beschämend liest sich der Bericht des Sozialministeriums Nordrhein-Westfalen über die Unterkünfte für Beschäftigte bei Werkvertragsfirmen in der Fleischindustrie hierzulande. Corona legt bekannte, aber verdrängte Missstände offen. Wir haben das hier oft diskutiert. Auch hier bei uns gibt es menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Betroffen davon sind oft Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die unser Billigfleisch zerlegen, Erdbeeren pflücken, Hotelzimmer putzen oder auf den Bau schuften.
Kolleginnen und Kollegen, die Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern, egal wo sie herkommen, egal wie lange sie bleiben, egal wie ihr rechtlicher Status ist, Arbeitsausbeutung ist in einem Rechts- und Sozialstaat nicht hinnehmbar und sie ist menschenrechtlich inakzeptabel. Arbeitsmigrantinnen sind nach einer Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte vielfach Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, auch hier bei uns in Deutschland. Das Institut hat 1918 berichtet über zahlreiche Fälle schwerer Arbeitsausbeutung in Deutschland. Und diese Kritik muss uns wachrütteln, gerade weil wir global immer wieder die Einhaltung von Menschenrechten anmahnen. Wir reden heute über Arbeit im Wandel und über die UN-Nachhaltigkeitsziele. Ziel Nummer 8 verpflichtet uns, menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern. Menschenwürdige Arbeit für alle, das heißt auch für die weltweit etwa 150 Millionen Arbeitsmigrantinnen. Sie sind besonders schutzbedürftig. Um sie zu schützen, hat die UN-Generalversammlung 1990 die Wanderarbeiterkonvention verabschiedet. Bis heute sind ihr weltweit nur 55 Staaten beigetreten. Deutschland lehnt sie nach wie vor ab, und auch hier ist ein Antrag von uns diesbezüglich abgelehnt worden. Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf wurde die Bundesregierung wiederholt dafür kritisiert, dass diese Konvention bei uns bisher nicht gilt. Die Konvention ist aber notwendig, wie Skandale bei Tönnies und anderen gezeigt haben. Arbeitsmigrantinnen haben einen Anspruch auf faire Arbeitsbedingungen, auf soziale Mindeststandards, auf angemessene Unterkünfte und den Schutz ihrer Gesundheit. Und mit einer Entschuldigung gegenüber Rumänien oder anderen Staaten ist es eben nicht getan. Wir müssen alles tun, um Zustände, die von Menschenrechtsorganisationen zu Recht als moderne Sklavenarbeit bezeichnet werden, mit allen Mitteln zu unterbinden. Und wir müssen alles tun, um Zwangsarbeit in der Lieferkette deutscher Unternehmen zu verhindern. Wenn es um die Arbeit der Zukunft geht, dann geht es um menschenwürdige Arbeit. Dazu brauchen wir ein wirksames Lieferkettengesetz. Und dazu muss die Wanderarbeiterkonvention von Deutschland ratifiziert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Margarete Bause. Danke Ihnen. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Ingrid Pahlmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Minister, meine Damen und Herren, wir debattieren heute diese Woche alle möglichen Aspekte der Nachhaltigkeit. Und ein ganz erheblicher Punkt ist dabei auch die Gleichstellung von Frauen und Männern. Dass Frauen gleiche Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Dass sie nicht von überholten Rollenbildern ausgegrenzt werden, dass sie nicht mit dem Kopf gegen die gläserne Decke stoßen, dass sie kein Opfer häuslicher Gewalt werden, dass sie ohne Hürden und Nachteile im Arbeitsleben und im Rentenbezug Mutter werden können, dass sie auch selbstbewusst kinderlos bleiben können, dass sie einen Doktortitel, eine Professur in Physik innehaben können, dass sie ihr Frausein eben ganz nach eigenem Gutdünken ausleben können. Und vieles, vieles mehr. Wir Frauen haben Stärken, wir haben auch Schwächen. Jede einzelne von uns in einer einzigartigen Kombination, und das unterscheidet uns nicht von den Männern. Wir Frauen stellen gut die Hälfte der deutschen Gesellschaft. Ohne uns ist kein Staat zu machen, und ohne uns gibt es aber auch keine nachhaltige Entwicklung. Deswegen fordern wir eine umfassende Gleichberechtigung und Fairness. Fairness nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen. Um das zu erreichen, brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz in unserer Politik. Das bietet die geplante Bundesstiftung Gleichstellung, die sich Fragen der gerechten Partizipation von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft widmen wird. Mit der nationalen Gleichstellungsstrategie hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Regierung auch wahrzunehmen. Auch auf europäischer und globaler Ebene setzt sich die Bundesregierung entschlossen für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Das ist auch ein zentrales Thema der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Mit der Gleichstellungsstrategie, eine Union der Gleichheit,
Der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wurde dem Thema höchste Priorität eingeräumt, um in Europa und der Welt mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Uns als CDU-CSU-Fraktion liegt es aber auch besonders am Herzen, Gewalt gegen Frauen umfassend zu bekämpfen. So hat Deutschland das Europaratsübereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ratifiziert. Wir haben ein umfangreiches Investitions- und Innovationsprogramm für Frauenhäuser, Fachberatungsstellen und verschiedene Modellprojekte aufgelegt. Seit 2018 koordinieren Bund, Länder und Kommunen auf Initiative der Koalitionsfraktionen ihre Arbeit am Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen. Meine Damen und Herren, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Nun will ich als Frau natürlich nicht darauf hinaus, dass Frauen als Ding oder einfach nur als Ressource angesehen werden. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir als Gesellschaft mit einer starken, gut ausgebildeten Gruppe nicht eben, gelinde gesagt, sinnvoll umgehen. Dieses Manko müssen und wollen wir beheben. Bei den Schulabgängern haben die Frauen die besten Noten. Unter den Absolventinnen Hochschulabschluss ist die Frauenquote extrem hoch. Und diese Qualität, die muss sich nun auch langsam, ich möchte eigentlich sagen, die muss sich ganz schnell auch als Quantität in den Führungsetagen von Unternehmen wiederfinden. Und wir Frauen wollen endlich mindestens genauso viel verdienen wie unsere männlichen Kollegen. Die nach wie vor bestehende strukturelle Lohnlücke zwischen Männern und Frauen müssen wir endlich schließen. Natürlich wissen wir, dass diese Lücke ihren historisch gewachsenen Ursprung unter anderem durch auch die gezielte Wahl von Frauen auf bestimmte Berufe hat. Wie auch die traditionelle Organisation der Familienphase, die für Frauen eben oft zu Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung geführt hat und leider immer auch noch führt. Zu den ergriffenen Maßnahmen, um die Lohnlücke zu schließen, zählen unter anderem die Einführung des Entgelttransparenzgesetzes und der gesetzliche Mindestlohn. Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Wahlmöglichkeiten der Eltern wurden aber beispielsweise durch Einführung von Elterngeld, Elterngeld Plus, wird momentan gerade auch noch überarbeitet, flexibler gestaltet. Den Ausbau, die qualitative Verbesserung der Kindertagesbetreuung sowie die Neuregelung zur Pflege- und Familienpflegezeit verbessert. Verbesserungen erwarten wir natürlich auch vom Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. All dieses sind die Bausteine, damit insbesondere Frauen Erwerbstätigkeit und Familienzeit endlich besser vereinbaren können. Das sind wichtige und richtige Maßnahmen, und diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen. Denn wir Frauen wollen gleiche Bildungs- und Karrierechancen, wir wollen Entgeltgleichheit. Wir wollen keine Gewalt mehr erdulden. Wir wollen selbstbestimmt durchs Leben gehen. Wir wollen keine Fesseln, keine Hürden. Dafür kämpfen wir, und das tun wir auch mit tatkräftiger Unterstützung vieler Kollegen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ingrid Pahlmann. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Leni Breimeyer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch in Zeiten von Digitalisierung, Strukturwandel und Pandemie gibt es drei wesentliche Sachen, die Erwerbstätige mit ihrer Berufsarbeit verbinden. Sie wollen davon gut leben können, sie wollen für die großen Lebensrisiken abgesichert sein, sprich bei Krankheit, bei Erwerbslosigkeit und eben auch im Alter. Und es muss auch sein, dass ich mit meiner Erwerbsarbeit, dass auch die nicht bezahlte Familienarbeit und das Ehrenamt mit meiner Erwerbsarbeit kompatibel ist. Es geht nie um Beruf und Familie, das schaffen die Männer alle locker. Es geht immer um Beruf und Familienarbeit. Die wunderbare Käthe Leichter, eine Sozialwissenschaftlerin aus Österreich, die hat schon vor 100 Jahren gesagt, für die Frauen ist zu Hause nur Schichtwechsel. Und wir wissen, es ist jetzt auch mehrfach gesagt worden, es ist ja so schön, dass bei dem Thema die Frauenpolitikerinnen zu Wort kommen. Frauen haben weniger Geld, sie bekommen weniger Rente und sie haben weniger bezahlte Zeit. Und ich halte die Analyse der Frau Pahlmann an der Stelle falsch, aber ich glaube, über den Weg sind wir uns einig, es dürfte bloß insgesamt alles ein bisschen schneller gehen. Wir leben heute davon, was Generationen vor uns, für uns erstritten und gestaltet haben.
und zwar im Guten wie im Schlechten. Und wir sind verantwortlich für das, was wir den nächsten Generationen hinterlassen, dass wir, und darüber reden wir hier die ganze Woche, nachhaltig handeln. Und wo wir gerade überhaupt nicht nachhaltig handeln, das ist aus meiner Sicht, wenn ich mir die Situation im Einzelhandel anschaue, wenn ich sehe, wie der Versandhandel sich an der Pandemie eine goldene Nase verdient hat und wesentliche Versandhändler meinen, sie können sich in Deutschland den ihnen passenden Tarifvertrag raussuchen, im Fall von Amazon konkret den Tarifvertrag für Spedition und Logistik und nicht den Tarifvertrag des Versandhandels. Das ist nicht richtig, und parallel dazu bippert die Verkäuferin vom Karstadt, die sich an die normalen Tarifverträge halten, um ihren Arbeitsplatz in der Innenstadt. Ich habe die Tage mit einer Betriebsrätin von Karstadt Kaufhof telefoniert, die sagt, bei uns ist Weihnachtsstimmung, die Kunden klauen aus den Sikomatik-Deckeln die Gummis, und die Frauen wissen nicht, ob sie in 4 Wochen ihren Arbeitsplatz noch haben. Ja, es ist gelungen, einige Filialen zu retten, aber es gibt noch ganz viele, die bibbern, und an der Stelle, wenn es um Arbeit in Wandel geht, will ich heute auch mal an die Frauen erinnern. In der SPD freuen wir uns über die Grundrente, von der überwiegend Frauen profitieren, und wir arbeiten weiter an einem gerechten Alterssicherungssystem. Und ich halte es für unsäglich, wenn der Herr Brinkmann sagt, das sei nicht nachhaltig. Sozial nachhaltiger geht es überhaupt nicht. Das ist unser Gesetz, und es werden viele, viele Frauen davon profitieren. Wir wollen, dass in der Pflege mehr verdient wird, in der Altenpflege bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Aber wir müssen uns da ehrlich machen. Verdi wird es mit einer Lohnforderung von 4,8% nicht richten. Wir müssen insgesamt schauen, dass wir im System mehr Geld bekommen aus Steuern, aus Beiträgen. Von Klatschen haben wir nicht die plötzliche Geldvermehrung. Wir brauchen gute Kitas und geben dafür richtig viel Geld aus, weil wir einheitliche Lebensverhältnisse wollen. Wir für ein gleiches Entgelt brauchen wir ein Entgelttransparenzgesetz mit Biss. Und wir müssen auch an die Lebens- und Arbeitsbedingungen in anderen Kontinenten denken. Und darum ist das Lieferkettengesetz so wichtig. Es sind überwiegend die Frauen in den Fabriken der armen Länder. Sie schuften unter unsäglichen Arbeits- und Umweltbedingungen. Wir haben alle die Bilder im Kopf der brennenden Textilfabriken. Das Lieferkettengesetz ist ein Frauengesetz. Und wegen all dem unterstützen wir sowohl die EU-Kommissarin Dalli wie auch unsere Ministerin Franziska Giffey bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Gleichstellungsstrategien. 2021 wird die Bundesregierung in New York den Bericht zur nachhaltigen Entwicklung vorstellen. Und ich hoffe, da gibt es viel über Taten zu berichten und auch einiges über Vorhaben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Leni Breimeyer. Ich danke Ihnen. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer hier im Saal und an den digitalen Endgeräten. Wir haben uns aufgeteilt in der Unionsfraktion. Der Kollege Zimmer hat unser Wertekonzept erläutert, das ich ausdrücklich teile. Und meine Kolleginnen haben über die unerledigten Dinge bei der Gleichberechtigung der Frauen gesprochen. Auch das teile ich selbstverständlich. Die Liste des Unerledigten ist leider noch lang. Ein Aspekt in dieser Debatte ist mir allerdings zu kurz gekommen, und über den möchte ich reden. Es fehlt an Optimismus für die Arbeit im Wandel, wie unser Thema heute heißt. Natürlich müssen wir den sozialen Schutz den neuen Bedingungen anpassen. Das ist hier vielfach gesagt worden, und da spreche ich auch ausdrücklich nicht. Aber wir sollten das nicht in einer Art und Weise tun, dass wir den Menschen vor allen Dingen Angst vor der Transformation machen. Angst ist kein guter Ratgeber und schafft gerade keine Nachhaltigkeit. Denn, meine Damen und Herren, die neue Arbeit, die Arbeit im Wandel, schafft viele Chancen. Sie ist entlastet eher von Routine. Sie reduziert körperliche Fehlbelastungen, sie schafft größere Flexibilität. Die neue Arbeit
verlangt höherwertige Qualifikationen. Sie verlangt mehr soziale Qualifikationen, mehr Kommunikationstalent, mehr Planung, mehr Steuerung und übrigens auch mehr Kompetenz im Team. Alles Aufgaben, die dann auch auf unsere Bildungssysteme kommen. Aber all das führt natürlich dazu, dass das unserem Land und den Beschäftigten in unserem Land entgegenkommt. Höherqualifikationen ist eine Chance und aus meiner Sicht keine Belastung. Und insofern habe ich sehr bedauert, dass Frau Ferschel jetzt gar nicht mehr da ist nach ihrer Rede. Aber in ihren... Dann nehme ich das zurück, das ist mir nicht bekannt. Aber sie hat jedenfalls vor allen Dingen... Wenn es nicht anders geht, soll es mir recht sein. Aber sie hat ihre Rede in den Mittelpunkt die Begriffe Katastrophe, Leidtragende, Zukunftsängste, unsichere Arbeitsplätze etc. genannt. Und das halte ich ehrlich gesagt für viel zu einseitig, wenn man nur auf die Gefahren darstellt. Es kommt mir so vor, als wenn Sie einem Sporttreibenden sagen, du kannst verletzt werden, du kannst übrigens auch gefault werden, du kannst dich überanstrengen und wir nicht darüber reden, welche guten Seiten der Sport hat. Und die Arbeit im Wandel ist insgesamt eine Chance und keine Belastung für unser Land. Und dann hat hier keiner etwas zu den Äußerungen der AfD gesagt, und deswegen will ich meine letzte Minute darauf verwenden. Ehrlich gesagt, Herr Springer, damit fangen wir mal an, das ist ja noch das kleinere Problem, dass ausgerechnet Sie die Rente kritisieren, bei der wir doch alle hier im Raum wissen, dass ausgerechnet die AfD gar kein Konzept hat, weil sie sich auf nichts einigen können. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Und besonders geärgert habe ich mich mal wieder über Sie, Herr Sichert. Sie haben eine ganz besondere Milchmädchenrechnung vorgelegt, aber das hätte ich vielleicht gar nicht erwähnt. Aber ehrlich gesagt, dass in diesem Hohen Hause jemand so offen für puren Egoismus plädiert, dafür habe ich mich ehrlich gesagt geschämt. Denn Egoismus ist gerade nicht nachhaltig, sondern kurzsichtig. Ja, wenn jeder nur an sich selber denkt, dann geht es eben nicht allen besser, sondern allen schlechter. Das bringe ich meinen vier Kindern bei und das ist doch eigentlich kulturelle Selbstverständlichkeit. Herr Heimann, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Das ist ein Ja. Entschuldigung, ich habe zu fertig. Ja, vielen Dank. Herr Heimann, Sie haben gerade gesagt, dass es purer Egoismus wäre, wenn wir als deutsche Politiker, als deutsche Regierung, als deutscher Staat deutsches Steuergeld für deutsche Bürger ausgeben und eben nicht hunderte Milliarden jedes Jahr an die Europäische Union und an fremde Staaten vergeben. Finden Sie das wirklich puren Egoismus oder ist das nicht eher vernünftige Politik? Nein, es ist purer Egoismus. Und ehrlich gesagt, es gibt ja auch den Beleg, dass das sehr gut gegangen ist. Wir tun das ja nicht erst seit einem Jahr, sondern seit Jahrzehnten investieren wir in Europa. Und Deutschland ist es wirtschaftlich nie so gut gegangen wie mit Europa. Und das ist doch der wesentliche Unterschied. Es ist weder theoretisch richtig noch praktisch richtig. Und wenn Sie da gerade so schämen, dann habe ich mich extrem geschämt für Ihre Äußerungen über die sozialen Probleme in der Welt. Ich bitte Sie herzlich, nutzen Sie die Möglichkeiten als Bundestagsabgeordneter. Wir bezahlen Ihnen die Reise und fahren Sie mal in Flüchtlingsunterkünfte in der Welt. Ich habe das getan. Danach würden Sie sich, glaube ich, nie wieder trauen zu sagen, die größten sozialen Probleme existieren in diesem Land und nicht in Flüchtlingsheimen. Wie Sie darauf kommen, ist mir völlig schleierhaft. Und ich würde Sie bitten, erst wenn Sie mal in Jordanien, in der Türkei oder bei den Rohingyas waren, dann wissen Sie, wofür Sie da eigentlich wirklich reden. Und das mit der Wohnungsnot in Berlin, so schlimm sie ist, und das haben wir auch denen zu verdanken, aber das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Und es ist beschämend, dass Sie das hier so sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Thomas Heilmann. Damit schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkte 8a bis 8c und 8e sowie Zusatzpunkt 9. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22545, 22474, 20780, 22488 und 17521 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 8d. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel
Arbeitnehmerrechte sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Fleischindustrie durchsetzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22-578 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 20-189 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Tagesordnungspunkt 8f. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Zeichnung und Ratifikation der UN-Wanderarbeiterkonvention für eine verantwortungsvolle und menschenwürdige Migrationspolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 13-172 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 7919 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Und dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken.